Menschen vor 1000 Jahren überfielen die Drachen das Wikingerdorf und raubten den Wikingerschatz und die wunderschöne Helena, die mit einem anderen Wikinger verlobt war. Jetzt gehört der Schatz und die schöne Helena uns. Die Drachen schleppten Helena und den Schatz in ihre Höhle und schenkten ihr ewige Jugend, bis ein Wikinger sie befreien würde. In den letzten 1000 Jahren wurden viele Wikinger zur Mutprobe in die Drachenhöhle geschickt, um den Schatz zu holen, aber keiner kehrte zurück. Hallo, Häuptling, was gibt's? Hallo, Arthur, heute gehst du in die Höhle und holst den Schatz, da du heute deine Mutprobe hast. Okay, ich werde dich nicht enttäuschen. Viel Glück, Arthur. Spinnen! Lasst mich vorbei, ich will zum Schatz! Drachen! Leder! Ein Jahr später musste auch Helga zur Mutprobe gehen, obwohl er den Schatz nicht wollte. Was war das? Schnell in die Höhle, da sind Spinnen! Oh, das war mein Mittagessen. Wenn Sie wissen wollen, wie es mit unserem tapferen Helden weitergeht, dann bleiben Sie dran. Jetzt nur ein Spot. Viele, viele bunte Smarties. Jetzt auf alle Smartie-Artikel 25% Rabatt. Nein! Doch, aber nur solange der Vorrat reicht. Jetzt geht's weiter mit dem Blockbuster am Freitag! In der Höhle. Krieger, was willst du hier? Ich bin wegen meiner Mutprobe hier. Ich soll den Schatz holen. Wer ist das? Das ist Helena. Ich will nur sie. Du kannst sie haben. Helena, ich werde dich befreien. Hier, eine Krone für dich, weil du nicht den Schatz, sondern nur die Liebe begehrt hast. Hallo, du mutiger Wikinger. Wie heißt du? Ich heiße Helgor. Die Mutproben wurden beendet und der Schatz blieb für immer in der Drachenhöhle. Kurz nach der Rückkehr aus der Höhle heiraten Helena und Helgor. Hiermit lege ich mein Amt als Häuptling nieder und erkläre euch zu Mann und Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen.